Hallo und herzlich willkommen hier zum Sonntagsspiel. 9. Spieltag, Köln-Hannover. Wunderschönes Spiel. Köln, Mannschaft, die ziemlich gut aufspielt die Saison. Ersten paar Spiele richtig gut gespielt. Sind auch in der Tabelle weit oben und der ist schon die erste Chance. Konnte auch gar nicht Julian begrüßen. Hallo. Hallo. Ich führe fast 1-0. Ja, aber nur fast. Denn jetzt kommt Hannover. Hannover alles andere als gut in die Saison gekommen. Aber sind, gegen Bremen immerhin. Ja. Letztes Spiel sind für uns aber eigentlich Absteigerkandidat Nummer 1. Ja, ich hoffe doch. So hart, wie es klingt. Aber. Klingt das hart? Naja, Hannover war für mich eigentlich immer eine richtig gute Mannschaft. Die haben ja noch vor 4 Jahren stimmt, ne? Noch Europa League gespielt. Stimmt. Und. Ich dachte eigentlich, die kommen die Saison besser ins Rollen. Weil letzte Saison war ja auch nicht so stark, aber weil ich jetzt so sehe, die und Spielstil und alles, da weiß ich nicht, ob Frontzek noch der richtige Trainer dafür ist. Ja, ja, ich fand schade, dass sie letztes Jahr nicht abgestiegen sind, aber Hamburg hätte auch ruhig abstellen können. Das stimmt. Nein, allerdings. Deckt das arme Freiburg ab. Stark gemacht. Raus auf Albornoz. Der kann nach innen ziehen. Und Heinz. Heinz! Junge, Heinz! Holt die Ecke raus. Alkoff. Bringt die Ecke. Und Timo Horn. Oh, dann springt er drüber! Schöner Kopfball. Und jetzt Anthony Modest. Der ist dunkel, der kann sich schnell durchsetzen. Der ist dunkel. Anthony Modest! Boah. Und er trifft und trifft und trifft und trifft. Er trifft immer. Anthony Modeste. Köln führt. Die machen da machen da weiter, wo sie gegen Schalke aufgehört haben. In Schalke aufgehört haben. Letztes Mal 3-0 in Schalke gewonnen, das war schon gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Anthony Modeste. Hat er in der ersten Minute schon die große Chance gehabt. Jetzt schön Osako. Modest! Ah, oh, kommt nicht direkt ran. Ich weiß nicht, was Hannover hier spielt, was Hannover hier spielen möchte. Hannover spielt das, was am besten können, genauso wie Köln. Oh, schön Sané! Ärgerlich. Ärgerlich? Der einzige Kommentar, ärgerlich. Aber ich glaube, den wollte er an die Latte schießen, so wie er den geschossen hat. Der ging ja nicht mal ansatzweise aufs Tor, der ging ja einfach nur auf die Latte. Ja, beim Lattenschießen hätte er locker gewonnen. Nein, da gewinnt Slater. 3 von 3, Junge, hat Slater gemacht. Oh, schöner Ball. Andreasen. Andreasen. Oh, schön abgefälscht. Ach, schade. Genau in die Mitte. Jetzt Leonardo Bittencourt. Ex-Hannoveraner. Da gefällt wie ein Baum. Ja, sah wirklich so aus. Wieder Sané. Ja, heute ist Tag der Sanés. Ach, Mist. Schade, schade. Marco wieder schön auf Anthony Modest. Und verliert den Ball. Jetzt holt er erstmal Anlauf, um einen weiten Ball zu spielen. Das kann man schon mal machen, wenn er so kommt. Auf Lehmann. Matthias Lehmann! Lehmann! Boah, lol. Fehler. Und Hector bei der Ecke zieht sie nach innen auf. Ja, der war nicht gut. Olkowski kann auch bestimmt schießen. Olkowski! Naja. Guter Versuch. Ja. Hat sich immerhin mit der polnischen Nationalmannschaft qualifiziert. Schön auf Modest. Anthony Modest! Das hätte man 11 Meter oh. Geben können. Ja. Da sage ich oh, jetzt nichts zu. Mann, ey. Da sage ich jetzt gar nichts zu. Das ich weiß nicht, was Zieler da macht. Guckt's euch an. Guckt Modest an. Guckt dir dieses Battle mit Modest an. Sehen wir's nochmal, nee. Warum? Ich verstehe das nicht.
Okay. War schon lustig aus. War echt witzig. Ja. Da machst du nix. Da machst du nix. Oh, jetzt so wie ich, jetzt ist er durch. Gute Grätsche. Heute klappt alles bei Köln. Ja. Wenn sie jetzt noch einen Fallrückzieher oder so reintreschen, dann klappt wirklich alles. Köln Modest. Oh, da wird sich auch ein Stefan Raab freuen. Oh ja. Wahrscheinlich haben die mit Sila deswegen sich nochmal so angeguckt, weil da ist er ja auch in Sila reingerannt und ist wieder gelegt worden. Jetzt ein schöner Ball abseits. Und dann. Faul und dann schmeißt du den noch einfach so um, der arme Junge. Ja, Sörensen. Das sind ja nicht in der C-Jugend. Direkt. Alter Ball auf Modest. Ah. Diesmal Zieler mit dem Ball. Ja, wer weiß wie lange. Obiech. Der einzige gute Hannoveraner bisher. Jetzt schön auf Osako. Modest startet da wieder. Anthony. Modest! Und da steht es 3-0. Tja, wenn Hannover so weiterspielt, dann geht's wirklich runter in die zweite Liga. Schon wieder dieses schöne Zusammenspiel mit Osako und Modest, das klappt einfach. Das ist schlimm. Den konnte Zila aber nicht halten. Schlimm, 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 diese Abwehrfehler. Geht eindeutig so einfach für Köln, das stimmt. Aber Köln zeigt halt auch, dass es nicht Glück ist, sondern dass es wirklich können. Diese Saison bisher. Osako wieder mit Modest. Osako, Modest. Da macht er einen Pass. Ich weiß nicht, was die Abwehr macht. Ich Köln kann press, es dir nicht sagen. Köln press, was sie überhaupt nur pressen können, wie bei der Geburt. Eine Presswurst. Ja. Jetzt Jojic. Jojic! Guter Versuch. Ich weiß nicht, wie weit der daneben ging, ansonsten sah er relativ gut aus, ja. Oh, schöner weiter Ball auf Modest! Ah, abseits. Und Tila mit dem Kopfball seines Lebens. Aber wirklich. Oh, hier, da schwimmen sie wieder. Modest ist klar, gibt den Ball zurück. Und der Ball zum Trainerbank. Ja, so, nicht zum. Ich wollte zuerst zum Trainer sagen, aber dann. Oh, Olkowski auf Osako! Jetzt mal Hiroshi Kiyotaka auch mit dem hohen Ball. Aber die Kölner hinten mit den ganz großen. Hier mal an, wie fett die da hinten sind. Hier, eins. Drassen. Das war ein starker Abwehrfehler jetzt bei Köln. Und oh. Sörensen. Echt groß da hinten drin. Ja. Das ist eine eindeutige Angelegenheit. Sieht bisher sehr eindeutig aus, ja. Da kann Hannover nicht viel machen. Das stimmt. Könnt von Glück reden. Ach, Entschuldigung, ich bin ein wenig müde. Ich kann von Glück reden, wenn sie noch unentschieden spielen. Ja. Das ist aber ziemlich. Ziemlich. Wenn sie jetzt die Halbzeit ihres Lebens spielen, dann vielleicht. Ja. Eigentlich kann Köln ja noch ein bisschen offensiver spielen. Und schön von Osako. Und dann bleibt er hängen. Da ist schon wieder der Fehlpass. Osako! Ein Robert Zieler. Ja, der war aber echt gut gehalten. Gestört von Bittencourt. Den Ball dann aber wieder schnell verloren. Jetzt über Sané wieder. Hat ja vorhin mal ganz gut geknappt, klappt. Andreasen rennt in die Grätsche rein. Von Olkowski. Guter Pass. Schade. Natürlich kommt er da nicht ran. Mensch, sind wir denn hier in der Männer, in der alten Männer Gegend oder was, dass die nicht so schnell sind. Ist ja schlimm.
Manche bei Hannover sehen wirklich so aus, ja. Ja, schön Osako. Ach, war schon durch, hätte ich gar nicht mehr spielen müssen. Und Bittencourt. Und den jemand direkt! Ah, Mann! Geiler Kopfball. Ach, shit, ey, da habe ich zu spät reagiert, dass ich den so schön direkt nehmen kann. Bei Hannover geht gar nichts. Nichts. Nichts geht bei Hannover. Macht er deinen Hattrick? Nee. Macht er deinen Hattrick? Nee. Jojic! Ecke. H1! An die Latte! Mann. Nur noch Kopfschütteln. Nur noch Kopfschütteln. Wenn das Kind faul war, dann wird die Uni mehr. Starker oh Pass. Ja, hätte klappen können. Oh. War geplant. Oh nein. Shit, das ist alles offen. So wie ich. Der ist langsam. Oh, er schlägt da fast ein. Oh, Timo Horn. Oh lol, Kostenball, damit habe ich nicht gerechnet. War das ein Torschuss? Das sollte eine Flanke sein, er schießt seinen eigenen Mann um. Sah aus, als wenn der einen Fallrückzieher machen wollte, der Daneda. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh das Mann, oh Mann, ist der lecker. Ey. Kann schon. Das kann's nicht sein, ey. Das auch kann's nicht sein. Anthony Modest vorne und Tor, damit er sein Headback hat. Jetzt nochmal Sané. Sané! Zack! Wow, der Anschlusstreffer! Da ist er drin. Da ist er drin. Gibt hier das Spiel jetzt nochmal völlig? Ja. Anthony Modest. Gestört. Nein. Und Oliver Sorg. Ups. Ich hab gar nichts gesehen. Das hat Ups gehört. Ja, ja, ich hab das noch gesehen. Und Osako passt da wunderschön auf. Schlechter Pass auf Modest. Oh, halt das ist genauso schlecht. Modest, wunderschöner Modest. Pass von Risse. Stark. Ganz stark von André Hasen, wie er den Ball da behauptet hat. Risse auf Osako. Der war schlecht. Jonas Hector. Schön gemacht. Bittencourt. Schön auf Osako. Der sieht Modest. Und er hat sein Hattrick. Und da kommt die Faust mit. Kommt die Faust Gottes, ja. Warum habe ich von da endlich einen Lupfer gemacht? Der die übers Tor gehen müssen. Das wäre verdient. Andreasen! Der ist gut! Aber warum? Das war ein richtig guter Schuss. Osako nochmal Modest. Clothesline! Krieg ich jetzt gelb-rot? Nee, der hat ja noch nicht gelb. Boah, zum Glück, ich dachte Modest hat von Gelb bekommen. Ach ja, wunderschöner Pass, wunderschön. Jetzt zu Osako, ja. Und Marcel Risse. Modest. Liegt da Osako. Der wen ist aber noch schnell. Wen soll Osako da anspielen? Hinten, Bittencourt! Oh, Hannover, oh, Hannover. Guck dir den nochmal an von Bittencourt, Alter. Ja, ich hab schon gesehen, dass ein Trickschuss war. Den hätte ich eigentlich auch direkt reinziehen können, aber. Oh. Na, mit der Grätsche. Klar. Sagt Frank Buschmann da gerade. Heute darf irgendwie mal jeder ein Tor schießen.
Ich höre, Stefan Raab kommt, will auch ein Tor schießen. Oh, das war schön. Ja, Stefan Raab eingewechselt und schon 5-2 kassiert. Stefan steht im Tor. Und jetzt wird es hier nochmal spannend, die letzten 9 Minuten. Natürlich, 3 Tore Abstand, 9 Minuten Zeit. Jetzt kommt das Tier in Hannover raus. Du wirst schon sehen. Oder haben wir schon. Wieder der Ballverlust. Und das Foulspiel. Und Köln mit unnötigem Zeitspiel. Ja, jetzt auch. Den schieße ich dir sowas von rein, dann hast du dein Zeitspiel. Den wollte ich ins linke Eck schießen, warum kommt der am rechten an? Jetzt ja. Ein Robertzieler. Ach, Philippa hast du auch noch, na kein Wunder, warum du verlierst. Oh mein Gott. Er muss es den Elfmeter geben. Kann man ruhig mal machen. Und nur gelb natürlich. Ja, der kriegt es so rum. Das ist Andreasen. Andreasen, und was macht er? Kann jetzt der Held werden. Andreasen schießt doch eher in die Latte. Was macht Andreasen? Horn. Andreasen. Mit dem Lupfer! Mit dem Lupfer! Also. Er dachte sich, ach, wir liegen schon 3 Tore hinten, dann kann ich doch einen schönen Elfmeter machen. Ich bin doch Andrea Pirlo. Und ich gehe doch genau zur Seite. Och, da schießt doch einer. Schön gelupft. Statt dass er die Hand nach rechts macht, fällt er um. Timo Horn. Oh, genug des guten Anthony Modest. Scheiße. Okay, jetzt muss ich nochmal ordentlich spielen, nicht, dass es wirklich nochmal knapp wird. Stand am Abseits. Sah zwar nicht so aus, aber... Oh, schade. Wollte schon sagen. Wieder zu Osako gespielt. Oh, jetzt ist hinten alles offen. Warum spielt er zu Modest und nicht zu Osako? Das war dumm. Oh, was macht Sané da? Schmiedebach. Den Ball auf Andreasen. Und Horn! Lässt es hier nicht nochmal spannend zu machen. Eckball, Tor mit vorne. Wo ist er? Ja, Zieler! Ja, geil! Oh! Abseits! Den wollte ich hinten üben. Ich wollte gerade übelst weit vorballern. Da kriegt er den voll in die Fresse. Oh, schön auf Osako. Ach Mann, ey. Das war so ein Trollspiel. Ja. So ein Trollspiel, ey. Okay, das war wirklich ein bisschen drollig. Oh Mann. Ich fand's lustig. Oh ja. Realistisch ist auch anders. Oh ja. Ich glaube nicht, dass das Spiel 5-3 ausgehen wird. Halbzeitergebnis war realistisch. Ja. Das Endergebnis. Ein 3-0 für Köln ist doch schon ganz gut, ja. Ich denke auch. Ja Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Spieltag wieder. Macht's gut, bis dann. Auf Wiedersehen.